In diesem zweiten Lehrvideo möchte ich auf Artikel 6 EUV eingehen. Dieser Artikel 6 EUV stellt die zentrale Norm des europäischen Grundrechtsschutzes in den Verträgen dar. In Absatz 1 dieser Vorschrift wird die Gleichrangigkeit der Grundrechtecharta mit den Verträgen anerkannt und festgelegt. Damit steht die Grundrechtecharta neben den Verträgen auf Primärebene. In Unterabsatz 3 des ersten Absatzes dieser Norm wird auf den allgemeinen Teil der Grundrechtecharta hingewiesen. Dieser allgemeine Teil der Charta dient damit der Auslegung und Anwendung der Rechte, Freiheiten und Grundsätze und ist immer wieder Prüfgegenstand, auf den wir im Weiteren zurückkommen werden. In seinem zweiten Absatz wird die EU zugleich ermächtigt und verpflichtet, der Europäischen Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten, kurz EMRK, beizutreten. Diese lang diskutierte Frage wird in dieser AG nicht erörtert und ist vertiefter Gegenstand der Vorlesung Europäischer universeller Menschenrechtsschutz von Frau Professor Thiele. In Absatz 3 wird bestätigt, dass die Grundrechte, wie sie in der EMRK gewährleistet sind und sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts sind.